Chloe, sag mal guten Morgen. Chloe? Komm mal hier. Hier. Und sitz. Gib laut. Sag guten Morgen. Gib laut. Chloe. Morgen. Bin hier gerade heftig im Wald unterwegs. Guck mir die Landschaft an. Endlich mal frische Luft. Frische Waldluft. Keine verpeste Stadtluft. Hier riecht man richtig noch was. Okay, da in der Stadt riecht man auch was. Aber riecht ja meistens nicht so gesund. Aus! Wir machen jetzt hier einen kleinen Morning Walk. A la Nordic Walking. Dann geht's ins Studio. Heute wird nämlich was geschrieben. Letztes Mal haben wir eher Songs, also Beats produziert. Jetzt schreiben wir was. Wird bestimmt interessant. Luca kommt auch vorbei, der wollte mal wissen, wie das so abläuft. Ihr werdet natürlich live dabei sein. Ach, Chloe! Was hier? Was ist los? Herrlich. Ich musste die, vorgestern habe ich die schon abgeduscht und die Haare geschoren, weil die kriegt neues Fell. Winterfell geht weg und das Babyfell, die kriegt jetzt neues. Deswegen haart die unglaublich viel. Okay, gut. Wir sehen uns dann gleich im Studio. Zieht euch warm an, jetzt ist nämlich kalt draußen. Tschüss. Guten Morgen, Leute. Heute steht ein sehr, sehr großer Plan an. Wir wollen nämlich jetzt erstmal Bikinis kaufen gehen, Nägel machen, Fußnägel machen. Dann wollen wir zum Fitness und dann wollen wir zum Wellness und dann wollen wir ins Solarium. Also ich weiß nicht, ob wir das alles hinbekommen, aber das ist auf jeden Fall der Plan für heute. Und ich muss jetzt auch direkt runter, weil die Ivana wartet schon und wir legen jetzt los und los geht's! Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall gut und ja, so. Sorry, ich musste die Kamera einstellen. Auf jeden Fall, ich habe mich mal wieder wie jeden Tag fresh gemacht und ich bin ein bisschen in Zeitdruck, muss ich sagen, denn wir haben jetzt 12.15 Uhr und um 16 Uhr wollten wir in die Spa gehen, zusammen mit Nilo, einer Freundin von mir und von ihr die Freundin. Und wir haben jetzt quasi einfach nur noch 3 Stunden Zeit, Fitness zu machen, unsere Nägel zu machen, ein Bikini zu besorgen. Ich muss noch zur Post. Nilo muss sich noch die Augenbrauen zupfen. Also diese ganzen Sachen müssen wir in 3 Stunden erledigen und im Fitnessstudio verbringe ich manchmal schon 2 Stunden. Deswegen keine Ahnung, wie ich das schaffen soll oder wie wir das schaffen sollen. Aber egal, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Sport machen muss ich auf jeden Fall, sonst kriege ich einfach die Krise. Ich habe schon zu lange einfach kein Fitness mehr gemacht. Dann, oh Gott, dann ich muss es einfach rauslassen, Leute, weil ich kann einfach nicht mehr ohne. Das ist so, kennt ihr das, wenn ihr etwas immer tut und dann macht ihr es eine Zeit lang nicht und dann fehlt euch einfach etwas und dann fühlt ihr euch einfach nicht wie ihr selbst? Ja. So, das ist mein Gümmel-Outfit of the Day. Den Pulli habt ihr gestern schon gesehen. Der ist einfach so gemütlich, dass ich den wieder anziehen musste. Dann meine Chiller Topshop-Hose und meine weißen Reebok Classics. Und ich sehe aus wie mein Fuß. Nicht besonderlich schön. Besonderlich schön? Sonderlich schön, meine ich. Boah, ich habe richtig Zeitdruck, Leute. Und wenn ich Zeitdruck habe, dann bin ich unerträglich. Dann bin ich immer so richtig so, boah, ja, beeil dich, komm und so. Weil ich bin erstens ein sehr ungeduldiger Mensch. Wirklich sehr ungeduldig. Und vor allem, wenn ich Zeitdruck habe, dann warten ist dann bei mir nicht so cool. Dann muss ich immer richtig durchackern. Aber ja gut, ich werde deswegen jetzt nicht mehr so lange reden. Mich jetzt einfach anziehen und... Iwanski! Ja, bist du fertig? Ja. Okay. Wollen wir los? Ja. Zieh meine Jacke und dann können wir los. Ich habe Hunger. Ja. Ich muss gleich ein Brötchen essen. Ja. Ein Vollkornbrötchen.
Und dann muss ich noch einen Orangensaft dazu trinken. Weißt du, worauf ich Lust habe? Auf frisch gepressten Orangensaft. In Holland findest du das an jeder Ecke. Ehrlich? Da ist so eine Maschine, ne? Da wirfst du Orangen rein, der macht das frisch vor deinen Augen. Nein. Das sollte es in Deutschland auch geben. Das wäre zu cool. Sollte ja. Es auch geben. So, Friends. Ich gehe jetzt raus. Ich muss jetzt in die Stadt ein paar Sachen erledigen. Ich habe gerade schon ein paar E-Mails geschrieben. Sorry. Ich habe meine Kopfhörer schon auf, obwohl noch gar keine Musik läuft. Jetzt habe ich irgendwie meinen Schal verloren. Naja, ich muss jetzt gleich in die Stadt. Ich werde nämlich auf jeden Fall meinen hellen Mantel umtauschen. Ja. Ich wollte den nämlich gerade anziehen. Und hab dann so festgestellt, so nee, das bin ich nicht. Also ich trage jetzt schon Jeans und grün und hab dieses rosane T-Shirt und so. Und es gefällt mir auch alles ganz gut. Aber dieser helle Mantel, das bin einfach nicht ich. Und man sollte sich nicht verstellen, finde ich. Sorry, kurz die Schuhe anziehen. So jetzt. Genau, ich treffe mich jetzt mit Anuschka und gehe was essen. Dann bringe ich den Mantel zurück und ich fahre jetzt noch kurz in die alte Wohnung, um meine Anmeldebestätigung zu holen. Denn ich habe mich dazu entschieden, mir das MacBook zu holen. Aber ich werde es mir jetzt nicht sofort kaufen. Ich werde mir das finanzieren, ich mache eine Anzahlung. Und wenn ich das jeden Monat abbezahle, fühle ich mich, glaube ich, irgendwie besser. Dann, weiß ich nicht. Dann habe ich auch mehr Normales. Also dann habe ich auch einfach, ach, keine Ahnung. Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Tut mir leid, dass es hier so laut ist, aber ich bin gerade beim Vietnamesen, Khmer Viet. Rubens und mein Lieblings-Vietnamese in Berlin. Ich warte hier gerade auf Ruben, deswegen bin ich noch alleine. Okay, sorry, dass ich jetzt so schreien muss. Ups. Und wenn ihr euch wundert, ob ich diesen Pulli schon seit 3 Tagen anhabe, ja, ich habe diesen Pulli schon seit 3 Tagen an. Ich warte gerade auf Ruben, habe schon mal Essen und Trinken bestellt. Und ja, hoffentlich kommt der gleich und dann essen wir und dann gehen wir in die WG, machen Fotos vielleicht. Mal gucken, was noch so ansteht heute. Heute Abend werden mir die Haare gefärbt, Bresa kommt vorbei, das ist auch ziemlich geil. Ich freue mich auf jeden Fall. Was geht? Bin gerade im Studio angekommen. Wir haben schon hier, Kiste hat schon ein bisschen rumgebastelt. Ich muss jetzt was aufnehmen. Nur zu zweit nehme ich auf. Hier sind die Jungs, Mike und Kiste. Guck mal, wo ich hier das Mikro. Nur zu zweit essen wir Haferbrei. So sieht es denn aus, da wird hier rumgebastelt. Luca ist auch schon da, sieht man aber nicht. Ja. Lauter. Oh. Nur zu zweit. Nur zu zweit. Nur zu zweit. Ja. Ich komme. Die erste Aufnahme hier im Studio, Leute. So, das war der ganze Song, der ganze Text, fertig. Bin so breit. Hallo Chloe. Sag mal hallo, Chloe. Sag mal hallo. Wenn du ein paar Mal gehört hast, denkst du, er redet auf. Sag mal hallo, Chloe. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Ja. Ja. Ja, hallo.
Attack. So, Ivana und ich sind jetzt im Nagelstudio. Sie lässt sich gerade die Nägel machen, also beziehungsweise den Nagel reparieren. Und ich muss erstmal meine Fußnägel machen und dann meine Hände. Und meine ist übrigens gestern auch abgebrochen. Guck mal, wie schlimm das aussieht. So, die Nägel sind fresh. Und Bikinis haben wir jetzt auch geholt. Yes. Und jetzt gehen wir zum Fitness. Yes. Oh, damit Leute, die Chips auch verdaut werden, ey. Ey, Leute, ich hätte das gestern einfach nicht essen sollen. Ich fühle mich so scheiße. Und dann hängst du da und leckst die Tüte ab und ich sag, hör auf und du leckst weiter ab. Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle, Leute. Ich hatte mich einfach nicht mehr so... Ich konnte nicht anders. Ich war so richtig in meinem Modus und jetzt denke ich mir so, was hast du gemacht? Ja, ich fühle das. Das Ding ist, bei Chips ist halt anders. Bei Chips? Schokolade kannst du Stopp sagen. Du kannst bei allem Stopp sagen, aber Chips ist halt... Das ist halt was anderes einfach. Es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Man kann nicht aufhören, Chips zu essen. Ich kann es nicht. Leute, wenn da 3 Tüten gewesen wären, ich hätte die alle aufgefressen. Weil ich hätte jemand gefressen. Und man hätte mich nicht aufhalten können. Ich war wie so ein Tier, ehrlich. Man hätte wegschmeißen können, ich wäre in Mülltonne gegangen. Sie hätte Köpfe in die Mülltonne gemacht. Ja. Wo sind meine Chips? Ja, egal, dafür gehen wir jetzt zum Sport und dann fühlst du dich auch besser. Ja, Mann, dann fühle ich mich endlich wieder gut. Ja, Mann. Ja. Los geht's, ne? Fitness Mitness. Perfekt, danke schön. Wo ist denn deine Kamera schon wieder? Hier? Ja. Oh, Alter. Du bist halt total Nara. Ist jetzt ein Ding, ja? Ja, wir fangen uns an. Ist mir scheißegal. Wir fangen uns an, Küsschen zu geben. Nach 5 Jahren ist es soweit. Wo sind deine Pakete? Ich bring den Mantel zurück. Ist dein Ernst? Ja. Lass uns mal shoppen gehen. Der ist mir zu experimentell. Okay, chill mal. Lass erstmal essen. Ray Mountain aka Hugenberg. Okay, es ist jetzt also in the building und wir essen jetzt mal und dann. Und ein grauenvoller Sound. Ich habe gerade so 20 Minuten meine Suppe gefilmt. Guten Appetit! Geht ein bisschen lauter. Hier sind jetzt die heftigen Autotune-Effekte. Yeah. Hey, hey, hey. Nur zu zweit, nur zu zweit. 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 Okay, warte. Ich check dir mal ab mit Effekt. Ja. Ist auch voll verrückt, ne, dass wir heute musikmäßig so arbeiten, dass man Sachen absichtlich verändert, bescheuert macht, ja. So, damit man sie danach irgendwie umdreht und sie dann irgendwie cooler klingen. Aber das haben wir bei meinem Album auch voll viel gemacht. So, für einen Song habe ich eine Bassline selber eingegurgelt. Echt? Also, wenn ich die gegurgelt, dann meine ich so. So, und dann haben wir so Bass drunter gelegt und so, und dann war das so ein übernice. Es klang wie, als wenn so ein dicker, fetter Cowboy mit einer Mundharmonika eine Bassline spielt. Übernicer Sound. Nee, Alter, die Töne kriegst du noch nie hin hier über Keyboard. Also, da ist mal was eingebaut. Nur zu zweit, nur zu zweit. So, jetzt machen wir neue Effekte natürlich drauf. Alright. Glaube ich, nein. So, ich habe jetzt meine Zeit totgeschlagen. Ich
Ich wollte mir bei Benefit die Augenbrauen zupfen lassen, aber die hatten leider keine Zeit. Und nee, ich glaube, ich bin gerade beim falschen DM. Ich treffe mich jetzt mit Ivana hier. Aber ich bin irgendwie zum falschen DM gegangen und frage mich jetzt, wo der DM ist, wo sie auf mich wartet. Okay, ich habe irgendwie gerade überhaupt keinen Überblick. Keine Orientierung. Ah, da vorne, okay. Hier sind zwei DMs. Ja, sie besorgt sich jetzt noch Abschminktücher und dann gehen wir endlich zum Spa. Oh Gott, ich freue mich so sehr auf dieses Spa. Puh. Dann sind wir richtig ausgelockert und werden schön massiert. Ich war ja früher gar nicht der Massier-Fan, aber seitdem ich mich auf diese Massagestudie gesetzt habe, feiere ich das voll. Vor allem diese Massagestühle, die auch die Beine massieren. Die sind einfach am heftigsten. Ich hoffe, sie ist schon fertig, dann können wir direkt losfahren. Mir ist nämlich übertrieben kalt. Ich hatte keinen Bock, meine Jacke anzuziehen, weil kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit dieselbe Jacke anhabt und plötzlich gar keine Lust mehr auf diese Jacke habt, weil ihr sie dann plötzlich nicht mehr fühlt? Ich hatte zwei andere Winterjacken und das Problem ist, in unserer Wohnung wurde gestrichen, beziehungsweise nicht in unserer Wohnung, sondern in, wieso sage ich in unserer, in meiner Wohnung. Ja, da wurde wieder, wie gesagt, gestrichen im Treppenhaus und die waren so blöd und haben nicht nur die Wände gestrichen, sondern auch neben der Tür, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber da, wo du den Schlüssel reinmachst und die Tür aufmachst, da rechts daneben wurde halt auch gestrichen und das habe ich halt, damit habe ich halt nicht gerechnet und plötzlich war mein kompletter Arm voll mit Farbe und das ist mir genau zweimal passiert. Das heißt, zwei Jacken sind einfach im Arsch. Und ich sehe auch schon, die Ivana wartet. Also beziehungsweise ist gerade an der Kasse. Nur deine Karte. Ja. Okay. Danke. Ich hasse es, wenn man sich bei mir bedankt. Ja, weil ich das obere Ding nicht dran gemacht habe. Warum eigentlich? Keine Ahnung, ich hatte keine Lust. Okay, Leute, ich bin mit dem Sport fertig. Ich habe euch gerade nicht mitgenommen, weil ich habe innerhalb von einer Stunde trainiert, Leute. Ich habe richtig schnell gemacht. Deswegen habe ich gerade nicht gevloggt, weil ich musste mich richtig beeilen. Und es wäre eh nichts Neues gewesen, das Übliche, was ihr auch so immer seht. Ja, wir nehmen jetzt ein Taxi, weil wir jetzt ein bisschen entspannen gehen. Und ich weiß nicht, warum die Haarsträhne jetzt vor mein Face so chillen kann, aber okay. Kann man nichts machen. Dankeschön. Außer sie wegnehmen. Ja, keine Hand frei. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt ins Spa, wir gehen uns entspannen und darauf freue ich mich schon richtig, weil, ich kann euch das nämlich jetzt genau erklären, morgen drehe ich ein Tanzvideo und wenn ich jetzt in die Spa gehe und mich so richtig entspanne, dann sind meine Muskeln einfach neu geboren für morgen, also dann sind sie einfach richtig am Start und das wird für ein Tanzvideo sehr gut, weil dann kann ich wahrscheinlich auch besser tanzen. Wenn ich das heute mache. Massage. Ja, man, Massage wird meinen Muskeln richtig gut tun, aber auch die ganze Entspannung, dass die ganzen Verkrampfungen aus meinem Körper weggehen und ich morgen richtig wie Wasser tanzen kann. So, ich habe meinen Mantel erfolgreich zurückgegeben und jetzt geht es zu Saturn und wir machen jetzt mal den zweiten Versuch, dass ich mir mal wegkomme. Okay. Ja, ne? Okay. Kannst du mal halten?
Gib Gummi, Anuschka. Gib Gummi. Das ist nicht der Wahnsinn, wie ich das hier mache. Live dabei beim Bloggerleben, beziehungsweise beim Insta-Leben hier. Da werden die Grußkarten weggeschmissen, die Kartons zerrissen und alles live in Berlin-Mitte. Das ist einfach so, man muss auch mal anderen Leuten Vorbild sein, wie man richtig Papiermüll entsorgt. Auf jeden Fall in Straßenmülleimern. Ja. Okay, auf welcher Mission sind wir gerade Ruben? MacBook! Wir sind jetzt noch. Okay. Wiederholt versucht Ruben, sich ein MacBook zu kaufen. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Aber heute kriegen wir es bestimmt hin. Warum siehst du so happy aus? Voll! Ist so. Wer bist du und was hast du mit Anuschka gemacht? And you're like, that's part of the problem. That's part of the problem. Das ist MacBook, das wir haben. Jetzt mal mit dem werden. Ich finde es schon schön, aber das Silber ist halt klassisch. Aber du hast letztes Mal gesagt, du findest das Dunkle toll. Nee, es sieht schon stylisch aus, aber das Silberne ist halt das, was man halt kennt. Du musst das schon zerkratzen. Du kaufst ja nicht das Ausstellungsmodell. Who knows? Also, Leute. Ich persönlich würde mich immer für ein silbernes entscheiden, aber oben eigentlich passt ein dunkles auch zu dir. Also ein dunkles passt, also wenn du siehst, also das passt schon zu mir. Ja. Und wenn ich dann mein neues iPhone auch so hole, dann ist ja geil. Ja. MacBook ist MacBook. Okay, ich stehe hier nicht zur Deko. Schrei. Da hinten ist doch jemand. Sag mal, der hat ein Apple-Zeichen. Den kannst du fragen. Mach, frag ihn doch. Ja. Man sagt, diese Welt sei verrückt, kann schon sein. Und ja, die Welt ist groß, keiner kriegt uns klein. Nur wir zwei allein, sagt den Jungen, los, Mädchen von Seite 1. Leider meins, mein Herz, mein Kopf, mein Bauch. Egal wo du bist, ich bin dort zu Haus. Dein Mund, eine Waffe, jeder Kuss ist geladen. Ich leb dir Sucht nach dem Duft deiner Haare. Rot ist die Liebe, gelb der Verstand. Du nimmst das Orange in meinem Sonnenuntergang und es scheint für immer, ich treff meine Wahl und der Rest ist egal. Okay, also während Jimmy da drin den Part macht, Jimmy in the house, macht Chloe hier gleich ein paar Backups. Warte. Okay. So. Ja, auf jeden Fall. After Kuss. Okay, geht los, Chloe. Okay, darf ich mal nochmal? Yeah, baby. Come here. Step ans Mic, Chloe, step ans Mic. Young step on. Mein Herz, mein Kopf, mein Bauch. Egal wo du bist, ich bin dort zu Haus. Dein Mund, eine Waffe, jeder Kuss ist geladen. Ich lieb die Sucht nach dem Duft deiner Haare. Rot ist die Liebe, gelb der Verstand. Du bist das Orange, mein Sonnenuntergang. Und ich schreit mit der Mann, treff meine Wahl. Und der Rest ist egal. Yeah. Ja, so machen wir's. Boom. Ja, boom. So machen wir's. Ja. Soll ich dich jetzt mal ein bisschen ausquetschen, Mike, oder? Ja, quetsch mich aus. Wir haben noch Zeit, oder? Mach mal, lass uns mal eine als Rap-Spur. Also ich würde nur bis so die ersten 8 Zeilen, das mit dem melodischen, das finde ich übercool. Ja. Ich kann auch die Mädels dann geil mitsingen, du weißt, was ich meine. So, jetzt haben wir endlich keine Hintergrundgeräusche mehr. Die Adresse kommt sofort. Mein Akku ist leider. Und zwar lautet die Adresse Bielow Straße 56 bis 57 10783 Berlin. Auf jeden Fall, Leute, ich weiß nicht, ob man uns gerade verstanden hat, weil der Wind ja die ganze Zeit so genervt hat. Diese schöne Berlin, oh mein Gott, bitte guck mal, wie schön diese ganzen Gebäude sind. Diese schöne Berlin. Wieso ist Berlin so schön, Leute? Warum? Ich freue mich auch, wenn wir ein Auto haben, dann cruisen wir rum. Ich glaube, wir haben sogar gleichzeitig. Vielleicht hast du noch ein bisschen früher, aber es wird so ungefähr um den gleichen Dreh sein. Ja.
Und wir werden beide so richtig übermotiviert durch die Gegend cruisen. Ja. Vor allem ist es dann viel einfacher, so zum Tanztraining zu fahren und so. Muss ich nicht umsteigen. Deswegen Auto holen. Nein. Macht euren Lappen, Leute. Ist so, Führerschein ist wichtig. Echt, ne? Ich kenne das, ne? Ich habe so lange gebraucht, um für meine Theorieprüfung zu lernen, weil ich das immer schleifen lassen habe. Aber ihr dürft das nicht schleifen lassen, weil sonst vergesst ihr alles wieder. Und man muss sich wirklich selbst motivieren, das anzufangen und auch zu Ende zu bringen. Weil wenn es dann endlich fertig ist, man fühlt sich einfach wie ein Vogel. Einfach wie ein Vogel, du schwebst im Himmel. Okay. Macht euren Führerschein. Also Berlin ist echt toll, muss ich sagen. Das ganz hier. Schöne Stadt. Staatsbibliothek. Da steht ganz groß. Berlin. Guck mal bitte nach hinten. Was für ein riesen... Nilo, guck mal bitte nach hinten. Nee, so wie das da aussieht. Du musst andersrum drehen, so. Ja, das sieht echt schön aus. Das sieht so heftig aus. Ja, also Ruben hat sich jetzt sein MacBook gekauft. Wo ist es? Zeig. Halleluja, Halleluja. Das ist der Halleluja. Heilige Gral quasi. Eigentlich. Geil. So geil. Ja, und wir fahren jetzt nach Hause und da wir drüben werden wahrscheinlich erstmal die nächsten paar Stunden mit seinem MacBook beschäftigt sein. Entschuldige. Und ich werde mal hier das richtig auspacken, anprobieren, die Sachen, die ich bekommen habe. Und dann, was wollte ich am machen? Ich will jetzt mal einen Freund. Stimmt, während der Arbeit. Außerdem muss ich auf Resa kommt nachher, färbt mir die Haare. Geil. Und ich werde noch euch gleich einen kleinen, also ich werde gleich einen kleinen Snapchat-Aufruf machen, weil ich habe ja nächste Woche Geburtstag. Das ist schon nächste Woche, ne? Realizing things. Ja, also ich habe literally nächste Woche Geburtstag, nächsten Donnerstag. Und oh, fuck. An meinem Geburtstag drehen wir für die 100. Folge Berlin. Und da werde ich ein kleines Fan-Treffen machen, aber die genauen Konditionen werden auf jeden Fall erst nachher in meinem Snapchat-Aufruf preisgegeben. Deswegen. Du musst auf jeden Fall, vor allen Dingen bei der Kamera, jetzt ist es umso wichtiger, in die Kamera schauen. Und wenn du dich selbst anschaust, schaust du rechts in die Ecke. Das ist extrem verwirrend. So, wir sind jetzt angekommen hier. Bülowstraße 56. Und der Taxifahrer meinte gerade, dass er den Spa schon kennt und dass seine, sein Papa und seine Kinder hier auch oft waren und dass die sehr zufrieden waren, weil es sehr sauber hier ist und sehr schön. Und deswegen bin ich jetzt echt gespannt. Hier ist sogar Fitness, Next Fitness. Sultan Hammam. Ich glaube, das ist irgendwie so türkisches Hammam. Kann nur gut sein, türkisches Hammam. Hat er seine Karte gegeben, damit wir ihn anrufen, wenn wir ein Taxi brauchen? Nee. Hättest du mal genommen, er war voll nett. Ja. So Leute, ich habe gerade nachgefragt, ob wir hier filmen dürfen. Das ist leider nicht der Fall. Aber ihr könnt ja hier den Eingang sehen, wo wir sind. Das ist so schön, also der Eingang. Aber ja, wie gesagt, wir dürfen halt gleich drinnen in das Bar nicht filmen. Ist auch irgendwie verständlich natürlich, da ist Ruhe angesagt und das wäre auch doof, wenn man da mit einer Kamera rumrennt. Und ja, schade, ich hätte euch gerne mitgenommen. Aber ja, geht halt nicht. Deswegen, ja, Nilo und ich und die Ghana und ihre Freundin, wir werden es uns auf jeden Fall jetzt richtig gemütlich machen, entspannen. Und ja, tut wirklich auch mal gut. Ich habe sowas noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie es wird. Wir haben uns auch vorhin ein Bikini gekauft, extra dafür. Und ja, deswegen, ich würde einmal sagen, wir werden es uns jetzt gut gehen lassen. Und deswegen melde ich mich später. Yes, ich habe es geschafft. Ich habe endlich mein neues MacBook Pro.
So, ab jetzt brauche ich auch niemanden mehr auf dieser Welt. Mein Leben macht Sinn. Ich habe das MacBook. Ich wollte übrigens schon seit 10 Jahren eins haben. Aber ich konnte mir nie eins leisten, um ehrlich zu sein. Und das ist jetzt ein historischer Moment, denn ich kaufe mir dieses MacBook hier gerade nicht von irgendeinem Geld, sondern das ist mein Geld, was ich verdient habe mit Universal und einem anderen Fotojob. Das habe ich mir jetzt gegönnt. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich das jetzt wirklich gemacht habe, obwohl ich das jetzt ja schon 2-mal machen wollte. Und ja, endlich habe ich dich, mein Schatz. So Leute, hier sehen wir nochmal die Sachen, die ich vorher ausgepackt habe. Hier hätten wir die Schuhe von Adidas. Ja, gesellt euch mal dazu, ihr Lieben. Dann hätten wir hier einen schönen grauen Rollkragenpulli von Urban Outfitters. Und hier noch so einen süßen, kleinen, flauschigen, weißen Pulli auch von Urban Outfitters. Sehr nice. Muss ich dann mal die Tage anprobieren. So lange kommt ihr auf den Stapel. Und was ich jetzt noch machen wollte, war... Genau, ich wollte noch die Snapchat-Ankündigung machen für das Fantreffen. Das mache ich jetzt mal direkt. Auch wenn ich gerade aussehe wie ein Stück Scheiße. Ihr habt ja gerade gesehen, Ruben und ich, ne, sind einfach komplett gestört. Haben uns einfach gerade noch mal was zu essen bestellt. Weil wir so Hunger haben. So, ihr Lieben da draußen. Ich habe am 2. März... Geburtstag! Yay! Und dafür habe ich mir natürlich was ganz Tolles überlegt. Und zwar würde ich tagsüber gerne, also mittags, ein kleines Treffen mit ein paar von euch machen. Ihr könnt euch für dieses Treffen bewerben bei mir mit einem kleinen Snapchat-Video, in dem ihr mich nachmacht. Und ich werde dann 4 bis 5 Leute wahrscheinlich aussuchen von euch, die sich dann an diesem Tag mit mir treffen werden, am 2. März. An diesem Tag, also am 2. März, das nächste Donnerstag, werdet ihr dann auch als ich verkleidet auftauchen müssen und ihr dürft dann auch bloggen für meine Show. Also ihr kommt quasi als ich und dürft dann mit meiner Kamera für Berlin bloggen und müsst dann so tun, als wärt ihr ich. Ja, wir sind jetzt fertig und die anderen fühlen sich gerade noch die Haare und ziehen sich an und ich bin schon fertig und warte hier. Leute, wenn es eine Sache gibt, die ich dazu jetzt echt mal sagen muss, das ist echt eine Sache, die muss man sich ab und zu gönnen. Ich fühle mich so frei, ich fühle mich so locker, ich fühle mich unnormal gut. Und ich glaube, ich werde wie ein Baby heute Abend schlafen und mich morgen richtig fresh fühlen und mein Make-up wird flickier denn je sein. Ja, also das tut echt gut, auch wenn ihr irgendwie so Schmerzen habt, Rückenschmerzen, Beinschmerzen und das alles. Ich war auch echt zufrieden hier, also hier ist alles voll sauber und ich habe gerade ein Sucuk-Sandwich gegessen. Ja, wir werden das ins Solarium gehen verschieben müssen, weil es schon voll spät ist. Also wir haben schon 20 vor 10 und die Solarien hier machen ja schon um 10 zu. Ich glaube eigentlich, dass es überall so ist. Und deswegen ja, verschieben wir das auf morgen. Wir fahren einfach gleich in die WG, chillen noch ein bisschen mit Ruben und Anushka, falls beide da sind. Aber ich denke schon, wir haben vorhin geschrieben und die meinten auf jeden Fall, dass die da sind. Ja. Und morgen um 9 geht es ja schon früh morgens ins Tanzstudio. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Tanzstudio ist oder einfach nur ein Studio. Weil Ivana ja ein Tanzvideo dreht und wenn noch Zeit überbleibt, machen wir noch ein paar Fotos. Aber ich muss halt gucken, ob ich das hinkriege um 9 Uhr morgens. Also wir müssten ja dann theoretisch, wenn man jetzt eine halbe Stunde dahin braucht, um 8.30 Uhr los. Das heißt, bis 8.30 Uhr muss ich fertig gemacht sein. Und ihr müsst wissen, wenn ich mich so richtig zurecht mache für Fotos und so weiter, brauche ich schon mal 2 Stunden. Das heißt, ich müsste um 6 aufstehen. Freunde, 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 nachdem ich jetzt mehrere Stunden auf mein neues MacBook Pro 15 Zoll in Space Grau geschaut habe, um das mal kurz erwähnt zu haben, haben Anushka und ich jetzt Essen bestellt, wie sie euch bestimmt schon erzählt hat. Und es gibt eine big, 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 big Surprise, weil, erinnert ihr euch noch an Julia, meine Assistentin, die vor ein paar Monaten abgehauen ist nach Thailand, weil sie so depressiv war? Die ist wieder da. Und deswegen ist sie gegangen.
Ja, also die hat einfach keinen Bock mehr auf Berlin gehabt und wollte einfach irgendwie nochmal was anderes erleben. Julia ist wieder da und die klingelt jetzt auch gleich. Und dann werde ich Julia wiedersehen. Die war jetzt, glaube ich, schon eine Weile lang weg. Kannst du irgendwie aufhören, deine Tomaten in meine Nudeln reinzuwerfen? Hallo? 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 Oh! Oh, ne, voll lange gesehen. Ja, du warst auch voll lange weg, ey. Ich bin früher wieder gekommen. So geil. Warum früher eigentlich? Ja, weil ich alles von vermisst habe. Du bist voll braun. Okay, jetzt einmal für den Vlog Hallo sagen. Hi. Julia ist wieder da. Jetzt können wir die Kamera ausmachen. So, wir sind jetzt hier im Aufzug. Wir sind im Aufzug. Julia fühlt sich nicht wohl bei der Kamera. Was? Ich klicke die Kamera auf. Ja. Okay. Ja, gut, Julia. Wo sind deine Pillen? So, Resa passiert mir gerade zu viel auf einmal. Resa kommt gleich, macht mir die Haare und dafür muss ich jetzt erstmal noch. Nein. Oh Gott, Julia. Ist ja jetzt stehen geblieben. Ja. 5 Minuten da und die Alte macht schon wieder Drama hier. Wie gewohnt bei den Shootings. Lampen umwerfen, Fahrstühle irgendwie zum Stehen bringen. Ja, komm, ist doch alles gut. Ach, naja. Weil meine Freundin Resa gleich kommt und mir die Haare färbt, gehe ich jetzt noch kurz zum Biomarkt und kaufe eine Flasche Wein. Der Tag ist zu Ende, meine Ohren piepen, meine Augen sind so. Es kommt immer von dieser schlechten Studioluft, man ist dann irgendwie, keine Ahnung, ich war heute, Chloe, du bleibst hier. 9 Stunden im Studio, man kriegt kaum Sonnenlicht mit. War heute überhaupt Sonne? Ja, kurz, ich war ja kurz im Wald. Aber das, die Luft am Studio ist immer so kacke und dann so warm und schlecht und was auch immer. Ich will auch gar nicht meckern. Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Wir haben den ersten Verse fast fertig. Ihr konntet ein bisschen was davon hören. Ich lasse euch natürlich, ich will euch natürlich auch überraschen. Chloe aus! Morgen geht's weiter im Studio. Wieder mehrere Stunden. Dort werden wir dann explizit nur den ersten Verse aufnehmen. Und richtig mit der, ja, wie soll ich sagen, mit der Artikulation arbeiten und gucken, dass alles deutlich ist und deutlich bleibt. Dann bekommen wir eventuell morgen schon den zweiten Verse von Mike. Auch wirklich eine sehr gute Arbeit von ihm gewesen heute. Ich finde, wir ergänzen uns alle drei einfach ganz gut. Und übermorgen wollen wir dann den zweiten Verse richtig in Angriff nehmen. Ja, und wir haben jetzt so gesagt, jeden Tag, also zwei, drei Tage brauchen wir für einen Song. Einen Tag ein Beat, zweiter Tag schreiben, bisschen aufnehmen, dritter Tag komplett aufnehmen. So dass wir bis ungefähr 15. März 4 Tracks haben. Die erste Single, glaube ich, haben wir schon im Kasten. Bleibt geduldig, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich bin sehr, sehr happy, wirklich meine Kumpels und meine Family, denen ich es gezeigt habe, die sind auch sehr happy, die haben auch schon einen Ohrwurm. Ich hoffe, ihr seid genauso happy. Und ja, wir sehen uns morgen einfach wieder. Ich gehe jetzt schlafen, ich bin todmüde. Aber mit einem guten Gefühl gehe ich heute ins Bett. Oder ich bin gut müde. Nicht schlecht müde, mir geht's sehr gut. Und freue mich, dass es jetzt endlich wieder weitergeht, musikalisch. Und dass die Leute auch zufrieden sind. Von daher wünsche ich euch eine sehr schöne gute Nacht. Tag und gute Nacht. Ja, also ich habe nicht gelogen. Meine Haare werden gerade gefärbt. Die sind so krass gewachsen gewesen, Leute. Das war so geil. Ich habe einfach bestimmt 2 Zentimeter gewonnen in den letzten 1,5 Monaten. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Goes to Thailand once. Schon genug Material. So Leute, ich FaceTime jetzt mit Gonzalo.
Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, gracias. Schaut mal, wer da ist. Cutie-Pie. Cutie-Pie! I wanted to touch my screen, but it's new, so I don't want to touch it. But I wanted, like, to do that. No. What? Oh. I wanted, like, to, like, do this, but I'm not touching. Yeah, but I'm not touching my new screen, because it's new. I want you to touch me. Okay, that's on camera right now. Also Leute, ich FaceTime jetzt mal weiter. Bis später, gell? Tschüssi. So, die Haare sind schon mal so ein bisschen vorgestylt für morgen. Ich habe irgendwie keinen Bock, Extensions morgen reinzumachen. Ich glaube, ich mache irgendwie so ganz leichte Wellen morgen nochmal rein, weil hier sind die so ein bisschen verkackt. Ja, und ich bin auch schon todmüde. Was machst du, Ruby? Hä? Was machen Sie? Und was macht der Herr? Warte. Gonzalo singt mir vor. Voll schön. Susanne? Kannst du das kurz halten? Ja. Also Nilo outet sich jetzt irgendwie. Alles. Also ich oute mich nicht in dem Sinne, dass ich sage... Moment. Ich hatte halt damals einen kleinen Ohrwurm, ja? Es ist einfach weg. Was war das denn? Ein Video, wo ich mit 12 Jahren Hey Jimmy, hey what's up, can I make your body rock gesungen habe. Oh mein Gott. Und dazu getanzt habe in meiner Schule in der Pause mit meiner Freundin und meinem karierten blau-schwarzen H&M-Pullover und irgendeinem Tuch um meinen Kopf und meiner Lockenmähne und meiner Grufti-Hose und schwarzen Chucks. Live. Ungeschminkt mit McDonalds-Augenbrauen. Ne. Wie geil. Ich habe sogar dazu getanzt, Ruben. Wie geil. Hey, wir müssen dieses Video. Ich hab sogar gerappt. JB is my name, that's what I came to do. Ich war gerade richtig rot. Ja. Warum ist das weg? Das war voll lustig. Ich finde es sehr lustig. Ich habe ja das Gefühl, dass jeder Mensch in Deutschland Jimmy Blue Ochsenknecht-Fan war, außer ich. Also, ich war das ist komplett. Fan. Also, ich war kein. Nee, Monroes war ich voll dabei. Ich aber war Jimmy. Nur Monroes-Fan. Ich habe Jimmy, hab Jimmy gar nicht mitbekommen. Ich habe den mitbekommen, weil meine damalige beste Freundin immer ein Poster von ihm aufgehangen hatte. Und durch sie habe ich das halt mitbekommen. Und das Lied war halt ein Ohrwurm. Es war jetzt nicht so dieses. Ich habe nichts davon mitbekommen. Auf Konzerte gehen und sowas. Aber es war halt dieses Lied war halt ein Ohrwurm. Und ich habe es halt einfach gesungen und gerappt. Eiskalt. Monroes Babe, das war der Kanal von meiner damaligen Freundin. Und die hat, oh Gott, die hat ein Video von uns. Ein ganz asoziales. Stopp, ich zeig euch mal. Was so? Nichts. Cool. Oh mein Gott. Was ist los? Schatzi. Ich bin doch bitte allein. Ich bin auch bei dir. Ich vergewaltig dich. Oh mein Gott. Wie geil ist das? Dein Outfit. Also krass, das hat er damals angefangen, dass man Videos gemacht hat eigentlich. Und pass mal auf, dann kam der Lehrer rein und ich war so stolz darauf, dass meine Mama ihm die Haare schneidet und komm gleich hin und sag das, guck. Ja. Ja.
Alles, was ich übrigens gerade sehe, ist, wie nah Nilos Finger an meinem Bildschirm ist. Guck mal bitte, wie sie singt. Nee. Nee. Ey, im Ernst, ne? Mit 12, wie kann man mit 12 so reden? Warum waren wir so gestört? Beziehungsweise warum ist meine Freundin so gestört gewesen? Und warum ist das auf YouTube? Also das ist eigentlich das Lustigste. Und es war warum... dieselbe Zeit, ne? Wo ich dann mit ihr auf dem Pausenhof war und das Lied gesungen habe. Gute Nacht, Nino. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich bin so entspannt. Das Wellness war so gut. Es war so gut, Leute. Ich habe noch nie sowas gemacht und ich muss sagen, ich bin richtig glücklich darüber, das gemacht zu haben. Wie ihr merkt, ich rede richtig gechillt, richtig langsam, richtig müde. Das war eine heftige Erfahrung. Und ich bin morgen auf jeden Fall richtig bereit für ein Tanzvideo. Wir haben 10 Uhr oder so und ich bin schon müde. Eigentlich werde ich immer erst so um 12 oder 1 Uhr müde. Aber ich bin es einfach jetzt schon. Und das finde ich halt richtig geil. Und ja. Wir haben auch ein Peeling bekommen. So ein Gesichtspeeling und so. Ich werde auch jetzt noch ein bisschen meine Haut eincremen und alles. Und dann, ja. Ja, dann Leute, dann werde ich ein paar Outfits heraussuchen für das Tanzvideo morgen und für die Fotos. Das heißt, ich muss gleich nochmal ein bisschen Koffer packen, beziehungsweise erstmal Sachen rauslegen. Denn morgen müssen wir alle sehr früh aufstehen. Ruben filmt das ja, also er hat sozusagen einen Job bei mir. genau, und... Er filmt das Ganze halt und dann werden wir von Nilo auch nochmal Fotos machen, auch richtig cool. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig cool. Deswegen schaltet morgen unbedingt ein, weil dann seht ihr, wie ein Tanzvideo im Studio entsteht und wir fotografieren Nilo. Das wird auf jeden Fall mega cool. Wie gesagt, ich werde jetzt die Sachen heraussuchen, die ich brauche und... Wünsche euch deswegen eine wunderschöne gute Nacht und dass ihr gut schläft und gut träumt. Und deswegen, bis morgen! Gute Nacht! Freunde! So, ich bin jetzt quasi fertig mit meinem Tag und werde jetzt mit meinem neuen MacBook das erste Mal meinen Upload machen. Dafür habe ich mir dieses Kartending hier gekauft. Weil beim neuen MacBook muss man, man hat keinen SD-Slot mehr. Deswegen muss man sich so Dinger kaufen. Das Teil hat einfach 60 Euro gekostet, regt mich ein bisschen auf, aber egal. Ich werde jetzt mal schauen, wie das mit dem neuen MacBook ist, aber ich bin so krass verliebt, sage ich euch. Und morgen geht es dann auch schon super früh los. Ich muss um 7.30 Uhr aufstehen, denn ich werde morgen Ivana und Nilo fotografieren für ihre Instagrams und das neue Tanzvideo machen von Ivana. Das passiert alles in einem Studio. Boah, mich überkommt gerade voll die Müdigkeit. Oh. Naja, das passiert morgen. Bis dahin, Ohren steif halten, wie immer. Wir sehen uns in alter Frische morgen und ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Habe ich noch was zu sagen? Nö. Peace out. Die Haare sind vorgeglättet für morgen. Das Zimmer ist aufgeräumt. Selbstbräuner ist aufgetragen. Wellness hatten wir auch. Ich glaube, ich bin bereit für den morgigen Tag und bereit für mein Bett, um jetzt schlafen zu gehen. Ich freue mich so sehr, endlich schlafen zu gehen und sage deswegen gute Nacht und hoffe, dass ihr alle wunderschön schlafen werdet und dass ihr keine bösen Albträume bekommt. Ich kenne das nämlich sehr gut, wenn man schlecht träumt und es sich so anfühlt, als wäre es echt und man einfach nur heulen möchte. Ja.
Wie gesagt, gute Nacht und bis morgen. Tschüssi!